Verena Klotzner und Sophia Richwin entwickeln für die Schweine ein Konzept für die ganzjährige Freilandhaltung. Der Auslauf für die Tiere ist als Wechselweide in die Fruchtfolge der Ackerbewirtschaftung integriert. Als Behausung dient ein redgedeckter Unterstand aus Holz mit zwei Ebenen, der Schweinestadel. Unten befindet sich der Fress- und Aktivitätsbereich. Den Liegebereich im Obergeschoss können die Schweine über eine Rampe erreichen. Für das Schlachthaus und den neuen Hofladen wird die historische Scheune umgebaut, da die konventionelle Schweinehaltung dann aufgegeben sein wird. Das Futtersilo wird zur Aussichtsplattform umfunktioniert, sodass der Besucher die Kulturlandschaft aus einer anderen Perspektive erleben kann. Die Besonderheit des Entwurfs liegt in dem respektvollen Umgang mit dem Bestand, der nicht nur eine hohe gestalterische Qualität aufweist, sondern auch eine Perspektive für die historische Bausubstanz im ländlichen Raum zeigt.